50 Jahre Sesamstraße. Das sind sehr viele Folgen. Da gab es sehr viele Dinge, die einem im Gedächtnis bleiben. Zum Beispiel am Anfang der Folge 4, da habe ich einen Schokoladenkeks gegessen. Oh, der war lecker. Oder wer erinnert sich nicht an Folge 75, da gab es einen Lochkeks. Oder in Folge 514, da habe ich eine ganze Schachtel Mandelkekse gegessen. Oh, oder die Rosinenkekse in Folge 842. Oder die Butterkekse in Folge 1312. Oh, Kekse! Das war meine Meinung.